Tja, hallo Freunde, hier ist der Bambam und hier ist die erste Folge von Vikings oder Vikings, Wolves of Midgard. Ja, ist so ein Diablo-Klon. Ich habe es noch überhaupt nicht getestet. Das ist hier der Startbildschirm, in den man rinkommt. Und ist gestern raus, am 24.03. war doch gestern, glaube ich, ist das rausgekommen und wir machen hier mal gerade direkt einen Schnelldurchgang in der Charaktererstellung. Da ich nicht allein spielen werde und mein Mitspieler, der sich dann auch gleich melden wird, einen Krieger genommen hat, werde ich die Schildmaid nehmen. Ist eh viel geiler, oder? Wo man die hier Vorbau hat. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, gehen wir mal gleich die Haare, die ändern wir mal. Und zwar Iro. Iro ist geil. Mama Iro. Schmuck. Schmuck. Ah, oh, wen interessiert der Schmuck? Den interessiert keiner. Blond, lassen wir sie. Oder machen wir schwarz? Waren schwarze Haare, sieht noch geil aus. Tattoos, natürlich wollen wir Tattoos. Komm, hau mal hier. Also, man kann die alte da noch geil tätowieren. Das ist schon cool. Wir wollen das hier komplett zutätowiert. Und das Clan-Symbol, keine Ahnung. Clan-Symbol. Oh, hör mal das hier, komm. Das gefällt mir irgendwie. Okay. Annehmen. Gottheit. Mir, Tür ist eine Gott einhändig. Ich hätte gerne einen mit zwei. Lucky fassen in der setzen im Kampf dieses Benutzen von zwei Einhandhämmern. Dann kann man noch Tor nehmen. Passive braucht von zwei Händern. Dann Skati. Ja, ist Pfeil und Bogen. Ne? Und dann, was haben wir noch? Odin. Odin kämpft mit dem Stab. Aha. Aber ich habe keinen Bock auf Odin. Ich nehme Lucky. Und der Valhalla-Modus ist sowas wie. Also, wenn du Valhalla-Modus wählst, dann. Wenn du dann stirbst, bist du tot. Dann war's das. Machen wir aber nicht. Wir gehen auf Annehmen und nennen uns natürlich Bambam. Ne? Ne, so nicht. So. Okay. Charakter ist erstellt. So, da ich aber nicht alleine spiele, ich habe halt noch einen Kollegen dabei. Der hat mir das Spiel auch empfohlen. Und das ist der Sarko Hulli. Grüß dich! Ja, hallo Bambam. So, Jetzt auch schon soweit? genau, wir sind jetzt hier im neues Spiel Multiplayer Charakter wechseln Bildschirm. Haben den Sound mal ein bisschen runtergestellt. Die Musik ist zwar ziemlich cool, aber es ist einfach extrem laut am Anfang. Und wir wählen einen Koop-Modus, um das Ganze hier durchzuzerren. Ich werde das Spiel einfach mal hosten. Und wir machen eine private Spielpartie. So, Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, hol mal Krieger, das reicht erstmal, oder? Für mal zu Ja, gucken. das ist soweit in Ordnung. Genau. Gehen wir mal hier drauf. Und jetzt kommt ein Zeit ist Intro. weder Da sind wir mal Rad noch ruhig. Pfeil. Sie fließt wie ein Strom mit all seinen Windungen und Schnellen. Nun fließt sie gen eisigen Tod für alle neuen Welten. Krieg herrscht in Asgard über uns. Und der uralte Kampf zwischen den Göttern von Aesir und den Engeln von Vanir bahnt sich wieder einmal seinen Weg. Während in den Tiefen unter uns, in Niflheim, die Eisgiganten das große Eis entfesseln und gegen die Küste von Midgard treiben. Es ist ihre Vergeltung, der Vorbote von Ragnarök, dem Ende aller Dinge. Wer hätte je gedacht, dass ausgerechnet das Dorf Ulfung, Heimat der Geächteten und Abtrünnigen, sie, die uns zu retten vermag, hervorbringen würde? Aha. Das herrscht also Arschtreten, ne? Das Dorf hatte das Pech, in Grimnirs Weg zu sein. Die Riesen hatten keinen Streit mit den Ulfungen, aber das würde sich ändern. Drücke eine beliebige Taste. Also ich gehe mal davon aus, dass mir die Ulfung sind, ne? So, jetzt müsste ich ja mal einen Freund einladen. Wie geht denn das? Wie geht das jetzt? Freund einladen. Sarkoholik. Einladung versandt. Ah, ich muss nochmal in Steam zurück. Oh. Was habe ich denn hier? Eins. Hier ist ein Feuer. So, hier ist ein Feuer, da kann man sich schon mal aufwärmen. Aber warte mal, der Sarkoholik wird doch gleich kommen. Die Jotun, gegen die wir jetzt kämpfen müssen, das sind die Riesen. So heißen die Riesen.
hier in Midgard. Oh, ich muss immer aufpassen mit der Steuerung. Es ist ja, die Steuerung ist ja quasi wie bei Diablo. Hier kann man noch so Putzelbaum machen. Zack. Und ja, ist das hier eins? Das sind wahrscheinlich unsere zwei Äxte, die wir haben. Das ist mein Banner. Da wird jetzt wahrscheinlich. Oh, was kommt denn da? Da greift mich einer an. Sarkoholik verbindet. Beeil dich, ich bin angegriffen. Ja, ich komme, ich komme. Gut. Zack. Da ist ja der Sarkoholik. Ist voll der Priester-Mongo-Bongo, hä? Was hast du für eine Gottheit? Ich habe den Odin gewählt. Ich vermute mal, dass das wie bei Diablo dann ein Fernkämpfer ist mit Magiefähigkeiten. Wie kann man hier Sachen aufheben oder kriegt man die automatisch? Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal nur drüber laufen. Okay, ohne haben wir die Minimap, ne? Hm? Gehen wir mal runter, oder? Gehen wir mal gucken. Was hier abgeht. Was sind das da dafür? Also ich hab, hier ist irgend so ein rotes Ding. Also, okay, das ist wahrscheinlich Gesundheit, ne? Was nütze Rollen, um Angriffen auszuweichen? Also diese roten Dinger hier, da kannst du durchlaufen, die heilen dich wahrscheinlich. So, und da oben links in der Ecke wird mein Level sind, ne? Also 1. Das wird unser Level sind. Naja, gut, gucken wir mal weiter. Genau. So. Also bis jetzt haben wir hier, sind ja kein Gegner. Da sind ja, finde den Häuptling. Da sind ja kein Gegner. Was ist dabei? Oh! Also der hat auch nichts drauf gehabt. Sind ja noch ganz leicht. Werden da ohne ist irgendein Symbol, da müssen wir wahrscheinlich hin. Odin sei Dank, dass ihr endlich zurückkehrt. Jotun überfielen unser Dorf, töteten den Häuptling und den Großteil unserer Krieger. Ich bin nur knapp entkommen, aber vielleicht gibt es noch Hoffnung für die Ulfung. Na klar gibt's die. Es gibt noch einige wenige Überlebende. Bezwingt die Angreifer und rettet die Ulfung. Hier, nehmt das heilende Totem. Der alte Häuptling wird es nicht mehr brauchen. Nun, ich hoffe, es ist mir mehr von Nutzen. Heilen, indem du Heilungstotems benutzt. Heilung verlangt Heilungsladung. Das setzt ja, Heilungszauber wieder auf. Okay, ich habe jetzt ein Heilungstotem. Hast du auch ein Heilungstotem? Ja, der liegt auf Tab für den Schnelleinsatz. Sehr gut. Wubbeldiwupp. So, wir müssen hier weiter, ne? Kontrollpunkt. Ah, hier über die Brick. Oh, hier, da was. Ey, Freunde, so geht's nicht. Jetzt gibt hier mal abgerechnet. Hattest du jetzt einen Levelaufstieg? Nee, oder? Ich weiß nicht. Du! Bei mir steht immer noch die 1 oben. Bei mir auch. In Odins Namen tötet sie alle! Brecht die Ulfung! Wie jetzt? Na, hier kommen wir gar nicht drin, oder was? Nee, ich glaube, wir müssen weiter. Okay. Dann gehen wir erstmal hier rum, ne? Was ist dabei? Kann ich alles kaputt schlagen, oder was? Mal hier erstmal alles clean, oder? Jo. Gold! Ich habe gerade Gold gefunden. Belohnung für Herausforderung. 25 Gold. 65, so. Ey, hier ist ein Dicker. Er hat mich aber nicht gritt. Ich habe mal schöne Putzelbarm gemacht. Ey, was war denn das? Hast du jetzt da so ein Feuerdingsgeschoss? Ja, mit der 1. Oh, ich kann auch mit der 1 was.
Das ist ja geil. Was ist denn hier? Komm mal, gehen wir hier lang. Muss nur einen Schritt vor, oder? Ja. Du hast einer von unseren Männern. Die müssen wir helfen. Ihr seid wahrlich erbärmliche Gegner. Hi. Sollst du Metalle vorstoßen? Helga! Wir müssen Helga retten. Bis zum letzten Atemzug eines jeden von uns. Wo ist denn das? Oh, ich bin hier fast abgestürzt. Passiert hier mal was? Passiert hier jetzt mal? Hier geht's nicht weiter. Hier rum? Guck mal, hier rechts. Hier ist ein Altar der Heilung. Hier steht ein Banner. Da steht noch einer. Die Überlebenden zusammen. Ah, hier waren wir ja schon, genau. Ja. Da leckt mich doch am Arsch. Ey. Ich habe Orientierung wie ostdeutscher Feldweg. Was läuft denn der jetzt doch mit uns? Ey, komm mal, gehen erstmal zu den zwei anderen Kreisen. Das ist Helga, oder? Hm? Helga! Alle sind verschwunden. Geht, wir können später wieder aufbauen. Trifft die Überlebenden in der Halle. Ach, jetzt können wir wahrscheinlich an die Halle ran, ne? Komm mal, geh mal gucke. Ja, Helga kommt auch mit. Kümmer du dich mal so ein bisschen um Helga, ne? So. Oh, wer ist das? Immer schön Purzelbäumchen machen. Oh, was hat's denn da? Eine Jagdbogen. Ein blauer Jagdbogen habe ich gekriegt. Jetzt müssen wir da hoch, ja? Ja. Also, das sind die letzten Überlebenden, hä? Oh, ich habe eine Rune krit. Eine Rune? Sie trafen sich an jenem Tag, um einen neuen Häuptling zu bestimmen. Aber es gab nur eine Wahl. Die Schildmaid, die einen Riesen bezwang und sogar den Feind in die Flucht schlug. Wie jetzt ich? Denke. Ich habe den Riesen getötet in oder was? Keine Ahnung. Kann sein, dass du den getötet hast. Ich habe ja nur geholfen. Genau. Warte auf andere Spieler. Ja, der synchronisiert jetzt mit dir. Also, okay. Steht mal unter bei mir. Unter dem Kommando des neuen Häuptlings bauten sie das Dorf wieder auf. Zunächst errichteten sie die Altäre. Dort konnten sie das vergossene Blut den Göttern und Göttinnen von Asgard weihen und ihre Gunst erlangen. Das Ganze. Danach ein Zelt, um den Skald zu beherbergen, der ihre Wunden salbte und über ihre ruhmreichen Siege dichtete. Zuletzt bauten sie die Rüstungs- und die Waffenschmiede wieder auf, damit ihr neuer Häuptling über Waffen und Rüstung verfügte, die ihr in der Schlacht Beistand leisteten. Doch wo sollte die Schlacht ausgetragen werden? Das zu entscheiden, blieb allein dem Häuptling überlassen. Ihr habt euch als kampferprobt erwiesen, mein Häuptling. Aber wenn ihr diesen Winter und alle Gegner überleben wollt, benötigt ihr besseren Schutz. Ich hab nicht viel zu bieten, aber bedient euch bei dem, was in der Schmiede ist. Viele große Krieger starben heute. Möge sie in Valhalla ein Festmahl empfangen. Unsere Lager sind jedoch zerstört, was uns hier ein Festmahl vorenthält. Es gibt Fleisch und Holz in den Fjorden. Ich werde sie sicher für jene machen, die weniger Talent besitzen als ich. Einem Jungen stand ich bisher noch nicht gegenüber. So, jetzt muss ich mal gerade hier was gucken. Optionen. Grafik. Ich schau mal ins runter.
So. Was tun? Ich bin jetzt mal gerade in dem Inventar von meinem Helden und hab mal nachgeschaut, was für Items jetzt gedroppt wurden. Aber momentan ist noch nichts Verwertbares für meinen Helden in meinem Inventar also drin. Ich habe da eine Holzaxt, die macht 56 bis 63 Schaden, aber was habe ich da noch drin? Wikingerschwert. Woran sehe ich denn jetzt, ob das eine Einhandwaffe ist oder? Das steht hinter der Art der Waffe, in Klammern 2. Ah, 1H, 1H, genau, ja. So. Und wie kann man die. Achso, das da ist das, was ich angelegt habe, oder. Gegenstand des Schmieds. Achso, hier kann ich kaufen bei dem. Gehe ich mal in Inventar, gucke ich mal, was ich da krit habe. Ich habe eine Bogenkrit, ein Jötunherz, eine Rune. Wo lädt man die Rune an oder lädt man die nicht an? Gut. Ich sehe jetzt mal keinen freien Sockel für Runen. Gaben. Helfende Hand. Aha. Diese Gabe musst du Level 2 erreichen. Und was für ein Level bin ich dann jetzt hier? Wo steht denn das eigentlich? Ah, ganz da unten wahrscheinlich. Unter den Stufe 1, genau. Statistiken, Kampf. Jo, alles klar. Das steht, ist wahrscheinlich da unten der Balken, der rote. Der Levelfortschritt. Mhm. Okay. Es fehlen noch 82 Erfahrungspunkte. Mhm. Oder ist das? Oder ist das unser Live? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber das werden wir noch rausfinden. So, also, wohin? Bringt dem Altar ein Opfer da. Gehen wir mal an den Altar, ne? Okay. Wo ist er dann? Hier, da ist der Altar. Opfere Blut. Zurück, Blut opfern. Opfere 200 Blut. Blut opfern. Aha, jetzt kann ich skillen. Gesundheit, Schaden, Angriffsgeschwindigkeit. Ja, da mache ich doch mal maximale Gesundheit. Jetzt bin ich Stufe 2. So, jetzt kann ich auf Inventar gehen. Kann dann auf Gaben, glaube ich, und kann helfende Hand. Benötigt Stufe 2. Helfender, willst du helfende Hand als Gabe erhalten? Ja. So, ich habe jetzt noch einen Gabenpunkt. Du musst zunächst Altar Stufe 2 bauen. Aha. Super. Giftschlag. Dafür muss ich Level 3 sein. Gut. Aber was machen wir mit der Rune, ne? Rune. Kategorie Waffeneffekt, Angriffsgeschwindigkeit. Kann man das auf die Waffe draufziehen, oder was? Ja, in anderen Spielen kannst du auch die Runen in Waffen sockeln. Ne, die Rune kann ich aber nicht anlegen. Gut, ja, alles klar. Wohin? Wohin? Da hoch müssen wir. Wir müssen ganz wohl da hoch. Reise zu den Pferden und töte den Jokul. Dann gehen wir den noch mal töten, oder? Ja, würde ich sagen. Auf geht's. Mit den Jokul fertig werden. Okay. Hauptzug beginnen. Sakko Hulik verbindet? Ja, wieder diese Synchronisierung. Warte genau. Auf Bamba. Das war ja schon mal die Einleitung, hätten wir ja dann schon mal durch, ne? Ja. Jetzt gucken wir uns mal an, ob die Gegner mal stärker gehen. Und dann sind wir mit der ersten Folge schon fast am Ende. Und es ich bin jetzt unklug, eigentlich positiv bis jetzt überrascht. Leben zu lassen. Der alte Häuptling ich finde das Spiel das auch Beste, nicht schlecht. Sie für die Jagd im Sommer aufzusparen. Nun, da die Vorräte vernichtet waren, waren drastische Maßnahmen vonnöten. Drastische Maßnahmen? Ich kann da sagen, was jetzt abgeht. Jetzt gibt's jede Menge zerschmetterte Schädel gibt's jetzt. Oder auf gut Deutsch sagen, Wix. Jetzt gibt's Wix. Genau, wo bist du? Hinter dir. Du hast dich mit der falschen Schildmaid angelegt. Genau. Was soll man hier? Ich habe keine Streit mit euch. Aber
Ach, das ist eine passive Fähigkeit, was ich da eben geskillt habe. Alles klar, ich verstehe. Da ist noch einer. Oh, das ist ein großer. Wir sind ja nicht zu stoppen. Ah, da können wir entweder... Ja, guck mal, gehen wir doch runter zuerst, ne? Ja. Ich muss ins Warme. Und zwar bald. Ah, am Feuer. Ach so, das ist da unten, hast du gesehen? Dieser blaue Balken ganz unten, da erfriere mal. Ja. Ey, das greift mich nur der Vogel an. Was? Unter dem roten Balken. Genau. Je länger man vom Feuer wegbleibt, dann erfriert man. Also ich habe jetzt Molly sparen, ich kann weiterziehen. Ey, die Vögel doch, ne? Die gehen mir jetzt auf den Sack. Es wird uns die langsam frisch. Ja. Wir brauchen Feuer. Ey, wir müssen hier weg. Ich erfriere gleich. Boah, ey, mein Bildschirm wird ganz komisch. Hier ist Feuer. Hier ist Feuer. Ich werde immer langsamer. Puh, das war knapp. Ey, wie soll man das schaffen? Wie soll man da hinkommen? Ja, da gibt es bestimmt auch noch gleich ein Feuer. Na dann los, jetzt aber ohne zu bremsen. Die Blutsäckchen mitnehmen. Eisiger Atem. Kein gutes Zeichen. Ja, ey, sag mal. Der Sieg wird meiner sein. Da ist ein Feuer, oder? Hier oben. Hier ist Feuer. Ja. Niemand stellt sich mir in den Weg. Was kitscht? Moment. Boah. Abgetragene Lederweste. Aha. Warte, ich guck mal gerade, ob ich die anziehen kann hier am Feuer. Ah, ich habe jetzt eine abgetragene Lederweste und die hat irgendwie Sockel. Und die alte abgetragene Lederweste, die war besser. Jetzt ziehe ich die doch lieber nochmal an. Gut, Wolfspelz. Sammlerstück. Hab ich auch einen bekommen. Na gut, okay, gehen wir weiter. Die Folge, würde ich sagen, nähert sich langsam dem Ende, Leute. Mal gucken, mal einen so einen dicken Gegner oder so, hauen wir noch die Schädel in. Ah, bist du mir cool, würde ich sagen, oder? Ja, ja, nichts drauf, die da. Das sind ja alles. So ein bisschen Gold. Was ist das hier eigentlich? Das weiße Ding da. Jokultotem. Ah, das Ding erfriert dich. Alles klar. Ich habe gleich ein kleines Problem mit der Temperatur. Ich auch gleich. Da müssen wir nochmal zurückgehen. Ne, hier ist ein Feuer. Ja. Beeil dich. Ja, ich komme. Ich bin da. Hier ist Feuer. Das sind die roten Punkte auf der Map. Die sind Feuer. Und die weißen Dinger, das sind so Jokul-Totems. Wenn du da hinkommst, dann erfrierst du. Hier ist eine Schatztruhe.
Oder kommt man nicht hin? Nee. Nee, ich komme da nicht hin. Hast du den Schrein genutzt? Welchen? Hier direkt an der Truhe. Nee. Hier den. Klick den mal an. Wo ist denn da ein Schrein? Ich sehe da nichts. Ah, okay, dann habe ich ihn aktiviert und er zählt für uns beide. Ah, okay. So, was ist er jetzt mit dem Typ? Vorsicht, hier ist das Eisding wieder. Kontrollpunkt erreicht. Jetzt. Wo ist denn hier ein Feuer? Da vorne. Oben, oben. Das Feuer ist oben. Mensch, wo kommen die denn alle her, die ganzen Mongos da, ey? Hey, hier waren wir doch schon. Tjo, hier waren wir schon. Ja, komm, lass uns mal kurz runtergehen. Da gab es noch so einen Stein fürs Blut zu opfern. Ah, hier geht's. Guck mal, ja, genau. Hier geht's weiter. Das Gold. Hier runter müssen wir. Hier geht's weiter, hier ohne. Ja, okay. Jo! Keine Gegner, das sind alles keine Gegner. Oh, Eistotem, Vorsicht! Ja, der eine Typ, der hat mich mit dem Netz gefangen. Die Runde ist ein Feuer. So. Kontrollpunkt erreicht. Hier müssen wir durch. Na, wo laufe ich denn hin? Boah, was ist hier los? So. Aber ich würde sagen, hier an der Stelle brechen wir jetzt erstmal ab, weil sonst wird das Ganze viel zu lang für unsere Zuschauer. Und dann gucken wir weiter in Folge 2. Ne? Also, alles klar. Bis dann. Tschüssikowski. Ciao, ciao.